Ja, hallo Leute, nochmal ein ergänzendes Video hier zum Video für eine Leinwand für ein Fotostudio. Ich hatte ja im vorigen Video gesagt, dass man diese Hintergründe günstig bekommen kann bei Amazon oder so. Link habe ich auch nochmal hier unter dem Video natürlich, nicht hier unter dem Stuhl. Und dann ist mir eigentlich so ein kleines Problemchen aufgefallen. Und zwar seht ihr ja, dass das so ein bisschen geknifft und geknickt ist. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit versucht, oder einige Sachen versucht, um diesen Hintergrund, wir haben ja hier einmal weiß und haben einmal weiß, haben einmal grün und haben einmal schwarz. Und bei dem Weißen habe ich das probiert, diesen zu behandeln, dass der absolut gerade wird und glatt wird. Ergebnis seht ihr, hat nicht geklappt. So, das kommt, weil diese sind bei der Verpackung, also beim Versand, sind die schön zusammengefaltet, geknifft. Und dann hat man hier so einen hässlichen Streifen drin. Hier, da kann man das sehen, dieser hier. Aber ich habe jetzt probiert, das rauszubekommen. Punkt 1, mit Bügeln geht nicht. Das Bügeleisen, auf gar keinen Fall solltet ihr das doch versuchen. Vielleicht geht's ja. Bitte eine Mail schicken oder einen Kommentar schreiben. Geht mit diesem und jenem Trick. Ich habe es jetzt bis jetzt nicht rausbekommen mit Bügeln. Vielleicht kann ich auch nicht bügeln. Was wollte ich jetzt sagen? Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Da habe ich ihn gefunden wieder, den Faden. Bügeln geht nicht. Wenn man das Bügeleisen so drauflegt, das rutscht gar nicht. Das klebt so fest. Also beim Bügeln, wer es versuchen will, auf jeden Fall was drüber liegen. Waschen. Ich habe es gewaschen und ich habe es nass draußen aufgehängt, weil das ging ja damals nicht, konnte ich ja nicht ausprobieren beim ersten Video. Habe ich es aufgehängt und versucht irgendwie gerade zu kriegen, aber wie ihr seht, geht nicht. Also habe ich mir überlegt, was kannst du machen? Vorher waren nur diese Striche hier, also diese Kniffe zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, egal. Also für meine Videos reicht es, wenn ich einen hellen Hintergrund habe. Dann habe ich diesen Hintergrund genommen und habe den zusammengefaltet und geknotet so, dass ich jetzt ganz viele kleine Falten habe. Das ist für mich die im Moment einzige Alternative, die ich hier machen konnte. Das heißt, ich habe jetzt kleine unregelmäßige Falten hier drin. Ja, ich kann damit leben. Hauptsache, ich habe einen hellen Hintergrund, weil sonst müsste ich ja sonst wohin gehen. Das habe ich hier in meinem kleinen Fotostudio so installiert. Ja, anders geht es im Moment nicht. Wer eine bessere Idee hat, der möge mir bitte im Kommentar einen Hinweis geben, wie man diesen Stoff hier, das ist ja so ein Stoff, was auch immer das für ein Stoff, ich habe da keine Ahnung von, was das sein könnte für ein Stoff, Filz oder was weiß ich, habe da keine Ahnung von. Wie man das vielleicht doch absolut glatt kriegt. Ansonsten, kleiner Tipp, wer einen absolut glatten Hintergrund haben möchte, das Gestell haben wir ja, das ist ja da. Und wer einen absolut glatten Hintergrund haben möchte, der holt sich einfach so eine Papierrolle. Die gibt es hier irgendwie 2 Meter breit. Und ja, kann sich die dann hier rüber hängen und dann haben wir einen glatten Hintergrund. Geht auch. Link, ich versuche es. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich es noch nicht, ob ich sowas finde. Aber wenn ich sowas finde, packe ich den Link auch noch mit unten rein. Könnt ihr gucken. Gut. Das wollte ich nochmal ergänzen zu diesem Fotostudio-Dings günstigen Einrichtung sagen. Also, ich habe es nicht hinbekommen, wer es hinbekommt und diesen Stoff hier, so einen Stoff glatt bekommt, möge mir das bitte mal mitteilen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis dann, ciao!